memory, my past, it's all blurred. Like a poisonous fog over the destroyed plant. This looks like the beginning of my way. I'm walking through the ruins of the old world. How did it die? I don't remember exactly. The catastrophe, the war, end of civilization. The survivors call it the conflagration. Yes, the survivors, those who inhabit the scorched earth. I'm one of them. I'm a survivor. We call our home the Last Territories. I don't remember much, but I know that life here is full of danger. Radiation, starvation, thirst, diseases. Wild beasts and bandits. Aberrations. They're puzzling and mysterious. A source of artifacts and mortal danger. But worst of all, it's them, the Charred. The arisen, hungry undead, the zombies. A wicked and dreadful legacy of the conflagration. Sometimes I think I'm very close to remembering. Remembering something important, something that binds this all. The plant, the conflagration, the Charred, my past. And this house, lost in the territories. I can see it through the fog. I know I must be here. I feel like I'm being born again. Ja, und damit fühlt euch gegrüßt zu einem neuen Video, zu einem neuen Let's Play vielleicht, oder ein, Europa nehmen wir mal, ne, spielen wir, genau, zu einem Let's Test vielleicht, kann man das so nennen, auf jeden Fall, ja, ich zock das einfach mal an, mal gucken, wie das so ist, so wie ich das halt mit, einigen Spielen mache, so viele große, Let's Plays über 100 Folgen oder was weiß ich, habe ich eigentlich nicht mehr so vor, weil der zieht sich halt der Länge und den Zuschauern verdirbt denn irgendwann oder weiß ich nicht, haben denn irgendwann kein Interesse mehr dran und das will ich halt nicht unbedingt riskieren, deswegen ja, zocken wir das Ganze mal an, vielleicht 5, 10 Folgen, mal sehen, ja, wie ich halt Lust habe und wie ja, die Zuschauer drauf reagieren, beziehungsweise ja, wo, wie weit die Interesse noch vorhanden ist, nach wie vielen Folgen, schauen wir mal. So, wir sind ein männlicher Charakter, also ich auf jeden Fall, ja, sieht man ja. Ich wähle mir ein Gesicht aus. Ist eigentlich, denke mal, scheißegal, oder? In vielen Spielen ist es so, du kannst deinen Charakter erstellen, aber im Endeffekt siehst du den gar nicht mehr. Du hast da viel Zeit in die Charaktererstellung reingesteckt, aber im Endeffekt siehst du den gar nicht mehr die, ja, weiß ich nicht, die Figur einfach, weil du sammelst Rüstung, du baust dir da halt jede Menge was auf. Aber hier kann man gucken, wie es aussieht mit, siehst du, genau das meine ich nämlich. Da hast du dich voll ausgerüstet, wer weiß, ob ich überhaupt so weit komme, aber dann siehst du nichts davon. Du siehst maximal die Augen und die Augen sind hier fast eigentlich immer gleich. Guck, na fast, na fast. Also wen interessieren denn Augen, die da aus so einem kleinen Schlitz rausgucken, weißt du, deswegen, oha, wird ja mal besser. Na gut, hier könnte man was sehen. Da siehst du nachher gar nichts mehr. Da ist es scheißegal, wie der Charakter aussieht. Guck mal, soll ich lieber dieses Gesicht nehmen? Oder soll ich dieses Gesicht nehmen? Na gut, nee, ich meine ja nur. Also, worauf ich halt hinaus will, ist... Charakterabstellung könnte man eigentlich überspringen. Wir nehmen mal nicht weiß, sondern so leicht gebräunt. Einfach so das erste normale Gesicht hat der irgendwie... So, ja, das erste normale Gesicht. So, was haben wir hier noch? Gesichtfarbe, Hautfarbe. Ach so, hatten wir ja gerade gehabt. Haare haben wir noch. Da ist das ja auch eigentlich voll egal. Mit meiner Frise? Fast, ne? Ja, fast. Nur, dass ich halt, ja.
gut. Da haben wir noch die Haarfarbe. Ich denke mal, ich bleibe bei dunkel, oder? Das andere ist denn nachher mit weg zu hell. Ich kann ja mal vergleichen hier so auf dem Bildschirm. Ja. Wie sieht das aus? Ähnlich? Oder auch nicht? Na gut, wir lassen es mal so. Gut, ein Bart habe ich auch ein bisschen. Denk mal, der dürfte okay sein. Ey, selbst hier die haben sie gut getroffen. Gut, alles klar. Weiter geht's. Tattoos habe ich keine. Wir könnten uns aber, was man im Endeffekt auch wieder nicht sehen würde, könnten wir uns hier halt ein paar Tattoos drauf machen. Mehr gibt's nicht? Nee. Es gibt nur die drei. Also entweder keine oder gut. Wir wählen einen Namen. Was haben wir hier für einen Namen? Tippe zum Schreiben. Okay, machen wir mal. Ich kann nicht. Ach, jetzt geht's. Gut. Gut, bestätigen wir die ganze Sache. Ich denke mal, ich heiße überall gleich. Bestätigen. Hallo? Jetzt geht's. Okay, ich bin der Jutze. Akzeptieren wir die ganze Sache. Und schon geht's los. Also, na gut, den Vorspann, sag ich mal, haben wir schon gesehen, in dem er da irgendwie geladen hat. Und das habe ich laufen lassen, damit man halt so ein bisschen die Vorgeschichte erfährt. Damit ich die selber auch erfahre, die Vorgeschichte. Also im Prinzip fast wie jeden Zombie-Spiel. Du hast, ja, da ist irgendwas passiert und alle haben sich irgendwie, sind mutiert und ja, sind Zombies geworden, so, weißt du? Deswegen gehe ich mal, ja, also wie man gesehen hat, ist es halt hier genauso. Gut, Hilfe, ich bin hier beim Haus, ich kann sie nicht abwehren. Okay, oha, krass. Oh, ich habe noch kaum was gemacht, warte mal. Okay, hier müssen wir laufen und hier kann ich rumballern. Sehr gut. Wir haben eine Minimap oben links. Das sieht man auch immer sehr selten. Kann ich den jetzt looten? Ja, na klar. Guck mal, hier Leiche suchen wir zum Tippen. Oha. Krass. Man wechselt nicht in so ein... Das ist nice. Ehrlich. Man wechselt nicht in so einen riesigen großen Bildschirm, wo man halt eigenen Inventar und Leicheninventar, sag mal, wo man dann halt alles rüberziehen muss. Du kannst tatsächlich noch die Umgebung sehen, während du ihn durchsuchst. Ich nimm einfach mal alles. Ich weiß nicht, wofür das gut ist. Hier unten haben wir noch unser Inventar. Na gut, hier ist es jetzt anders, ne? Ich gehe mal von aus, uns passiert hier nichts. Also können wir ruhig mal uns das Inventar angucken. So, Inventar. Möchtest du eine Einführung ansehen? Ja, na klar. Bitte. Das ist meine Tasche, denk mal. Gefundene oder hergestellte Gegenstände werden hier platziert zum Vornfahren antippen. Machen wir. Ausgerüstete Gegenstände und ihre übrige Haltbarkeit werden hier angezeigt. Okay, auch wieder mit Haltbarkeit. Mal gucken, wie lange sowas hält. Deine Gesundheit und Energie werden hier angezeigt. Gesundheit, Energie. Okay, verstanden. Dein Durst und Hunger werden hier angezeigt zum Fortfahren antippen. Okay, mache ich. Schnellplätze für schnellen Zugriff auf Gegenstände im Kampf. In dem Falle jetzt was zu essen, glaube ich. Ne? 5 Nahrungsteller, irgendwie sowas mit Salat und was weiß ich, wahrscheinlich noch fein gewürzt in der Zombie-Apokalypse. Wir wollen aber nicht weiter darauf eingehen. Das ist halt überall so. Du kannst, du trägst halt ganze Gerichte tatsächlich mit dir mit, obwohl du in einer zerstörten Welt lebst in Game. Und ja, also ein bisschen unrealistisch ist es schon, dass man hier ganz normal einfach rohes Fleisch zu sich nimmt oder kurz gebratenes Fleisch, wäre, denke ich mal, realistischer. Gut, okay. Aber ist auch egal. Man soll halt auch, ja, was für das für einen Gaumen haben. Okay, das war das. Gut. Ja, das war das. Also, mehr kann, wird uns hier nicht angezeigt. Ausdauerbelohnung. Öffne die PDA. Wir haben PDA. Wo denn? Ach, da oben. Die Map ist... Nee, warte halt. Ich kann auch... Nee, wollte gerade sagen, ich kann auch tippen und dann läuft er dahin. Aber macht er nicht. Ich finde die Grafik ganz nice, ne? Hat was. Hier ist der Nebel, von dem gesprochen wurde. Achso, sie kämpft da immer noch gegen irgendeinen Zombie. Da bin ich mal, ein Verbrannter sogar. Bin ich mal gespannt, wer gewinnt. Sie kloppt da rauf und kloppt da rauf. Ja, ich weiß. Dadurch, dass das Tutorial ist, ja. Stirbt sie nicht, stirbt er nicht. Erst wenn wir was machen. Sie ist sicher, ich muss mit der Frau sprechen. Hinter dir! Er verwandelt sich! Ach, der war noch gar nicht.
Oha, wie schnell das geht, ja. Erste Schritte in den Territorien. Öffne das Lager und folge. Nee, fordere deine Belohnung an. Okay, mach mal. Lager. Lager ist da oben. Wir können was kaufen. Ingame ist ja wohl klar. Hier ist unser Lager. Möchtest du eine Anführung ansehen? Ja, machen wir. Gib mir. Gib mir. Geschenk von C-A-I-S-A-R. Okay, alle Gegenstände im Lager sind hier angezeigt. Es gibt kein Limit. Oha, nice. Für die Gegenstände in deinem Lager. Gut. Also du kannst unendlich Gegenstände da lagern. Hier ist eine Beschreibung der ausgewählten Gegenstände zum Fortfahren. Okay. Du erhältst. Achso, was ich jetzt erhalte, ne? Oha, eine Jägerarmbrust. Gegenstände kommen ins Inventar, wenn du nehmen antippst. Ich verstehe. Und das ist der Timer. Achso, nee, ist der Timer abgelaufen, kannst du das Geschenk nehmen. Also, alle 24 Stunden kann ich ein Geschenk nehmen und irgendwas da ist drin. Also, ich erhalte alles oder eins davon. Wie fair ist das Spiel? Kriege ich halt jede Menge Stuff. Immer und immer wieder. Erhalte Waffen, Wasser und Nahrung aus dem Lager. Wir haben hier tatsächlich Wasser, gegrilltes Fleisch 5-mal. Okay, die Territorienzeitung und alte SPAS 12. Gut. Okay, nehmen geht halt noch nicht. Sehr gut. Sprich mit dem Mädchen im Haus. Warum steht hier auch einfach ein Mädchen? Achso, wahrscheinlich hat sie hier mal gewohnt oder hat hier schon eine Weile überlebt, keine Ahnung. Danke, mein Name ist Nita. Ich wusste, du würdest kommen. Scherb. Hat mir von dir erzählt. Wir sind Partner, denke ich. Scherb war auf einer Kundschaftsmission und ist nicht zurückgekehrt. Das Mädchen hat einen Hustanfall. Wahrscheinlich verwandelt sie sich gleich. Das wäre tragisch. Meine Kehle ist nach dem Kampf ganz schön trocken. Bitte gib mir etwas Wasser, während ich die Wunden verbinde. Keine Sorge, ich verwandle mich nicht in eine Verbrannte. Angeblich muss man dafür erst sterben. Okay, also infiziert ist sie schon, aber wenn sie stirbt, dann steht sie wieder auf. Gut, bring dem Mädchen Wasser. Wir haben noch Wasser im Inventar gehabt, oder? Tatsache. Oder ist das leer? Leere Feldflasche. Okay, ich verstehe. Stelle Beutel her. Stelle. Ne, machen wir nicht. Wasser. Wasser haben wir Innenbox, ne? Zum Laden. Nein, wollen wir nicht. Ich wollte hier im Lager, da haben wir nämlich Wasser, nehmen. Jetzt habe ich alles genommen, ne? Gegenstand ist im Inventar. Bitteschön. Wir geben hier das. Okay, danke für das Wasser. Jetzt können wir die Funkanlage hinter Nita piept dreimal laut. Piep, piep, piep. Ein Notruf. Schnell, wir müssen antworten. Und geht ganz geschmeidig zum... Egal. Nimm den Funkanruf an. Wieso, wenn sie da steht? Du hast eine verstärkte Stimme, die um Hilfe ruft. Hilfe, die Siedlung steckt in Schwierigkeiten. Sie haben alle umgebracht. Die Siedlung? Sie ist ganz in der Nähe. Du musst dorthin, bitte. Okay, mach ich. Ganz in der Nähe. Ich muss in den Nebel. Was? Okay, viel Damage machen die ja auch nicht, ne? Sichere Zuflucht, du kannst die Gesundheit und Energie in... Keine Ahnung. Stelle einen Beutel her. Ich soll tatsächlich einen Beutel herstellen, mache ich mal. Herstellung von Gegenständen, möchtest du eine Einführung? Ja. Baupläne. Erhöhe die Stufe eines Charakters, um mehr Baupläne freizuschalten. Zur Herstellung eines Gegenstandes benötigte Ressourcen. Okay, wir brauchen Lappen. Denke ich mal. Drecklappen, 6 Stück haben wir, 5 brauchen wir. Du kannst den Gegenstand herstellen, wenn du genug Ressourcen hast. Habe ich ja. Okay, das war's. Gut, alles klar, herstellen. Wir stellen den Beutel her. Nice. Gegenstand ist im Inventar. Und den kann ich ja ausrüsten. Achso, ist ausgerüstet hier. Das heißt, ich kann jetzt was in den Beutel reinpacken. Wenn ich will. Warte mal, kann ich den hier irgendwie... Geht. Okay, essen, trinken, alles da. Nice. Achso, ist der besser? Der scheint stärker zu sein. Habe ich noch eine... Warte mal, nee, das ist... Hier oben ist meine Waffe, ne? Aktuell ist da jetzt die Knarre drin.
Wie sieht's mit dem aus? Überlebenden Jeans. Rang 3. Schlechter. Hinweis aus der Tasche eines Toten. Kannst du lesen? Achso, kann ich lesen? Ich dachte, das ist eine Frage. Ja, klar, ich kann lesen. Gerade so. Hält sich in Grenzen, aber ich kann lesen. Gut, wir gehen durch den Nebel. Ach so, ich dachte, es ist eine Open World, aber gut. Nacht bedeckt. Ich verstehe. Tagesbelohnung. Heute kriege ich ein Brötchen. Nice. Nee, 20 Brötchen tatsächlich. Nehme ich mal. Dann können wir nämlich regelmäßig was essen. Morgen bekomme ich tatsächlich eine Knarre. So. Gut, das ist... Achso. Verwüstete Siedlung. Banditen haben eine Siedlung in der Nähe verwüstet. Sie könnten Wertgegenstände zurückgelassen haben. Was ich aber nicht glaube. Warum sollten Banditen, die eine Siedlung vernichten und zerstören, in einer Zombie-Apokalypse wertvolle Gegenstände zurücklassen? Das ergibt keinen Sinn. Na gut, sie können... vielleicht kannst du das Leben eines Jungen retten. Anzeigen. Aber hier, verwüstete Siedlung. Okay, ich verstehe. Tippe auf die Siedlung. Ja, gleich. Will mich aber erstmal umgucken hier auf die Map. Ja, hier, was haben wir hier noch? Ein kleiner Hafen oder was? Keine Ahnung, weil da halt so ein Steg dran ist. Ach, ist ein Restaurant. Okay, gut. Lesen. Siehst du? Habe ich doch gesagt. Lesen kann ich nicht. Eisenödland. Koop sogar. Stille Hain, auch Koop. Alte Tankstelle. Was ist das? Ein Energiefeld oder so? Keine Ahnung. Verbranntes Land. Totensenke. Hier hinten ist Nebel. Okay, mit einem Riesenrad. Interessant. Muss wahrscheinlich freigeschaltet werden. Zitadellenkorps aus Posten. Wir sollen aber jetzt hier hin. Genau. Tipp auf die Siedlung. Mache ich. Laufen oder... Okay, wird wieder Energie verbraucht. Wir haben 100 diesmal nur. Tippe auf Rennen, um das Ziel zu erreichen. Mache ich. Wir können... Guck mal, wie er da tatsächlich hinrennt. Mit animierter Figur. Okay. Tippe auf Betreten, um die Siedlung zu betreten. Mache ich. Gebiet wirkt, wird erkundet. Nacht bedeckt. Okay. Da sind wir. Irgendwas ausgelaufen, also da wird nichts mehr angepflanzt. Hier können wir die Schubkarre untersuchen. Also eigentlich dürfte ja hier keiner mehr sein. Achso, ist da was? Wir nehmen alles mit. Vielleicht können wir das ja hier brauchen. Keine Ahnung. Brunnen. Zum Öffnen tippen? Der ist offen. Okay, wir haben... Was ist das denn für ein Stein? Kann ich das alles mal mitnehmen? Ja, ne? Wie viel Beutel ist bloß die eine Reihe hier unten, ne? Was ist das überhaupt? So. Ein blauer Lazarus. Ein Heilartefakt. Wenn es mit der Haut in Berührung kommt, zerfällt es zu Staub. Also kann ich das einmal benutzen. Tatsache. Und heilt mich halt für ein paar... Für wie viel? Plus 1575. Oh. Es ist... Okay, so viel Leben habe ich ja nicht mal. Okay, oh, hier haben wir noch Säcke. Säcke. Steine, Holz. Klebeband. Ich habe so das Gefühl, viel Klebeband zu sammeln. So, was haben wir hier? Die Planungssiedlung. Und ich plündere euch. Okay. Wir können gar nicht alles mitnehmen, ne? Ne, dachte ich mir. Aber das hier scheint eine Waffe zu sein. Brett mit Nägel. Kann ich hier irgendwas loswerden, was ich nicht brauche? Ich weiß gar nicht, wie lange hält denn die Hose? Die ist jetzt schon fast halb runter. Was ist das hier? Wasserreiniger. Beschleunigt das Sammeln von Wasser am Brunnen und am Wasser. Also muss ich den immer bei haben, ne? Das hier ist mein... Also sind Bandagen, okay. Dünger? Brauche ich Dünger unbedingt? Wahrscheinlich schon. Also am Anfang denke ich mal, ne? Das sind leere Flaschen. Kann ich die wieder auffüllen? Warte mal, kann ich...
Herstellungsmaterial. Muss ich mal gucken, wo man die wieder auffüllen kann. Erstmal lasse ich das hier liegen und dann... Was ist das hier überhaupt? Dose, ne? Dosenfutter. Ah, müsste man eigentlich mitnehmen. Wegen Essen, Trinken, so, weißt du? Na gut, wir gucken uns weiter um. Mal gucken. Das ist ja sowieso alles noch Tutorial, so ein bisschen. Was haben wir hier noch? Antenne. Öffnet. Was man mitnehmen kann, nimmt man mit. So, Nägel ist wahrscheinlich auch wichtig, aber kann ich jetzt leider nicht mitnehmen. Okay, Lumpen, Altmetall. Da sehe ich schon Blut im Haus. Das ist, ach, Plünderer sind das. Das sind lebendige Menschen und die stehen wahrscheinlich... Nee, die sickern im Boden ein. Ist auch nice. Die bleiben nicht einfach liegen. Ach so, aber dafür kann man... Oh, ich wollte gerade zuschlagen. Wow, das war cool. Du bist kein Bandit, oder? Ich bin Jewel. Ich habe mich versteckt. Ich bin gut im Verstecken. Sie sind mit Autos gekommen. Jetzt sind alle tot. Ich habe niemanden mehr. Wo lebst du? Gibt es Banditen? Nimm mich mit. Ich kann dir nützlich sein. Okay, ich nehme dich mit. Ausdauer, Belohnung. Öffne den PDA, um Belohnung einzusammeln. PDA ist... PDA. Das Ding hier unten, wa? Nee. Ach so, ist automatisch sammeln. Warte mal. Noch nicht. Gerettetes Kind. Ach, das ist meine Questziele oder so, ne? Gerettetes Kind. Betritt den Nebel und gehe zur Zuflucht. Also nicht ins Haus rein, oder was? Ah, Gegenstände, Aktivitäten, Tagesquest. Haben wir nicht. Aktivitäten, auch nicht. Herausforderung. 2 Meter, 15 Meter, 15 Meter, keine Ahnung. Nehmen. Ist jetzt, ach so, das ist okay. Ist im Lager jetzt. Sehr schön. Wird ja auch alles im Lager gelagert. Ungewöhnlicher PDA. Persönliche Dinge. Keine Ahnung. Weiß auch nicht, wo ich den aufrufe oder so. Wurde mir das erzählt? Das ist Nachladen. Ich habe gerade auf Nachladen geklickt. Und mein Rucksack ist voll. Wird da sogar tatsächlich angezeigt. Dann ist es der hier oben. Wenn ich auf die Map... Nee, geht gar nicht. Okay, gut. Muss ich noch ein bisschen mich mit reinfuchsen. Kommt der jetzt mit mir mit oder nicht? Auf jeden Fall sollen wir wieder zurück in Nebel. Wir kommen sowieso nochmal wieder. Machen wir die Taschen leer irgendwie. Mal gucken, ob es irgendwie Kisten gibt oder so, wo man zwischenlagern kann. Jetzt oder nie? Dann nie. Wenn das Angebot schließt, wird es nicht mehr verfügbar sein. Okay, schließen. Raus hier. Raus hier! Lager, Gegenstände im Lager können begrenzt... Achso. Ah, sind nur begrenzt haltbar. Also die vergammeln tatsächlich. Neue Quest. Tippe auf die Zuflucht, ja, und dann laufen wir dahin. Wir haben wieder 100 Energie. Seltsamerweise. Keine Ahnung warum. Obwohl wir eigentlich welche verbraucht haben. Energie. Tippe betreten, um die Zuflucht zu betreten. Gut, dass du es mir sagst. Koop-Modus. Bewertung. Die Bewertung setzt sich zusammen aus Rüstung. Gefällt dir? Ja, später. Gefällt mir später. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Nein, aber... Oh, hier ist wieder ein... Haben wir die Leiche noch gar nicht durchsucht? Ist ja erbärmlich. So, nimm mal mit. Hast du eine Kiste? Ich muss hier unbedingt... Oh, voll? Nee, warte mal. Alles verstauen. Den nicht. Den nehme ich mit. Das muss aber verstaut werden, denke ich mal. Und... Klebeband auch. So. Gut, das war unsere erste Mission tatsächlich. Und ja, schön, vielen, vielen, vielen Dank. Nita. Die hat nur 450 Leben. Alter, die ist am Arsch. Okay, ja, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ja, wenn wir wieder... Keine Ahnung, irgendwelche Leute retten oder so. Kinder, Frauen, irgendwelche Überlebenden. Zombies töten. Irgendwas werden wir hier schon erledigen. Mal schauen. Alles klar. Aber bis hierhin machen wir erstmal Schluss mit diesem Part. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.